Hallo Menschen, ich möchte heute Wolfgang Büchers Berlin-Moskau rezensieren. Ich weiß aber nicht so ganz, wie man es in die Kamera halten soll, weil es halt so eine, ich sag mal so ein, nicht ein Wendecover ist, aber halt auf der eigentlichen Rückseite tut es so, als wäre es eine Postkarte. Vorne hat man dann eben das Postkartenmotiv quasi oder das Cover. Und das hatte ich ursprünglich bei Sarah vom Kanal Bookmarked gesehen und dort kommentiert, dass ich es mir auf die Wunschliste packe, weil sie mich überzeugt hat davon, wie sie es vorgestellt hat. Und an der Stelle muss ich wirklich mal die Büchergilde loben, denn das hier ist eine Büchergilde-Ausgabe. Kurz drauf hatte ich eine Mail von denen im Postfach und die haben mich gefragt, ob ich es halt als Rezensionsexemplar möchte. Also wirklich total aufmerksam und war dann auch richtig schnell. Also da funktionieren die, wie sagt man, Blogger-Relations wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und auch ich, so viel mal vorwegzunehmen, kann mich Sarahs Lob wirklich nur anschließen. Das ist definitiv ein Jahresfavorit geworden und ich denke, es wird auch noch ein bisschen länger nachhallen. Zumal ich finde, dass das wirklich so in die Kategorie fällt, wo man manchmal gute Literatur sagt. Also eben vor allem sprachlich, würde ich sagen. Ich meine, klar spricht es inhaltlich nicht jeden an. Wenn ihr euch jetzt irgendwie so gar nicht fürs Reisen, fürs Laufen und eben vielleicht so ein bisschen für Osteuropa interessiert, dann kann ich es euch vermutlich jetzt auch nicht so komplett schmackhaft machen, aber es gab ein paar wirklich schöne Formulierungen, wo ich dann auch gleich noch ein paar Beispiele vorlese. Um euch erstmal zu sagen, worum es geht. Wolfgang Büscher, unser Autor, lief 2001 zum Großteil zu Fuß von Berlin nach Moskau. Damit folgt er quasi dem Weg Napoleons damals auf seinen Eroberungszügen und auch der Heeresgruppe Mitte. Er hat dazu so ein bisschen einen persönlichen Bezug, denn sein Großvater, den er selber nie kennengelernt hat, starb dort während des Zweiten Weltkriegs irgendwo. Ist nicht genau bekannt wo, aber er kehrte halt von dem Feldzug nie wieder zurück. Und ich möchte aber gleich am Anfang betonen, dass dieses Buch definitiv nicht nur irgendwie so eine persönliche Nabelschau ist oder dass der jetzt ständig von seinem Opa oder halt nur von seiner Reise redet. Ich würde sagen, man kann es als eine Mischung eben, ja, schon aus Reisebericht und dann eben Geschichtsaufarbeitung bezeichnen. Aber eben nicht nur seiner eigenen Familiengeschichte, sondern zum Großteil sogar der Leute, die er unterwegs trifft oder manchmal eben ausgelöst durch die Orte oder auch gewisse Monumente, an denen er vorbeiläuft. Und die haben natürlich ganz, ganz oft einen Bezug zum Zweiten Weltkrieg oder dann eben auch so zur sowjetischen Nachkriegszeit. Und da waren tatsächlich auch noch mal ein paar Infos dabei, die ich so im Detail nicht wusste. Ein paar große Namen kennt man natürlich da so aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts, was halt so Osteuropa betrifft, aber vieles nicht. Und wirklich auffällig fand ich halt, dass die Menschen, die er trifft, da auch wirklich immer wieder drüber reden. Das ist wirklich noch nicht abgelegt. Man merkt, wie da der Krieg irgendwie wirklich noch so ein bisschen nachbebt, wenn man es so ausdrücken möchte. Und da ist auch ein bisschen auffällig, dass die Gespräche manchmal nicht geschönt wirken, das ist der falsche Ausdruck, ich glaube einfach nur gekürzt. Also wenn er jemanden trifft, dann sagen die oft etwas Gewichtiges oder irgendwas Krasses aus ihrer eigenen Familiengeschichte. Und ich glaube, er streicht halt einfach alles Unwichtige, was ich vollkommen okay finde, das ist jetzt keine Kritik, aber dadurch wirkt es manchmal ein bisschen so, als trifft er jemanden neu, sagt Hallo und die fangen irgendwie sofort an mit, hier übrigens, meine Oma hat im Zweiten Weltkrieg bei den Partisanen 10 Mann getötet oder so. Also wirklich irgendwie sowas, was sie loswerden wollen, irgendwas, ja, etwas ein bisschen schwerwiegenderes. Das ist nicht so dieses ganz normale, na, wie geht's, ja, läuft, schönes Wetter heute, sondern es ist halt wirklich immer so ganz viel diese europäische Geschichte da noch mit im Hintergrund. Sowieso würde ich sagen, dass die Stimmung insgesamt recht melancholisch ist oder manchmal vielleicht auch wirklich so ein bisschen bedrückt. Also natürlich sieht er auch wirklich schöne Natur und er führt manchmal einfach auch ein gutes Gespräch, aber mindestens genauso oft kommt er halt wirklich so durch graue, heruntergekommene Städte oder trifft da irgendwie so eine Gruppe Männer, die halt abends einfach nur in ihr Wodka-Glas starrt. Und dazu mal ein Zitat, wo er mit einer jungen Frau eigentlich spricht. Dann fragte sie mich. Sie fragte, was mich jeder fragte, der bemerkt hatte, dass ich ein Fremder war. Wie findest du Russland? Ich liebe Russland. Nina war gerührt und ich kam mir schäbig vor. Warum hatte ich das gesagt? Den ganzen Tag hatte ich einen einzigen Gedanken gehabt. Bodenlos. Alles bodenlos. Völlige Abwesenheit von Form und Schönheit. Und dass es unendlich viel mehr Kraft kostete, als daheim sich nicht gehen zu lassen. Nicht zu verkommen. Dass die Kräfte der Auflösung und des Verfalls ungeheuer stark seien. Ich liebe Russland. Ich hatte das gesagt, um etwas zu sagen, was dem Mädchen in dieser sterbenden Stadt gefiel, in der nachts Männer auf engen Balkonen standen, mit dem Rücken zu ihren Frauen, allein, rauchend
und in die Nacht hinaus sahen, ihren wirren Gedanken nachhingen. Es ist auch durchaus so, dass er nicht überall jetzt mit offenen Armen empfangen wird. Und natürlich ist auf so einer Reise, gibt es auch irgendwie mal Rückschläge, die dann wirklich mehr mit dem Vorankommen oder mit dem Wetter oder so zu tun haben. Aber oft merkt man halt wirklich bei den Begegnungen, dass eben ja, der Krieg und auch dann der Kommunismus noch wirklich lange nachbeben und sich teilweise als wirklich so eine schwere Müdigkeit auf ganze Landstriche legen. Also es sind teilweise wirklich sehr trostlose Ecken. Und es ist fast ein bisschen von der Stimmung her das Gegenteil der aktuellen so Vanlife-Videos. Weil es vielleicht auch ein bisschen doof ist, dass ich diesen Vergleich jetzt ziehe. Ich gucke die Vanlife-Videos zum Beispiel auch sehr, sehr gerne. Aber selbst wenn da mal was schief geht, ist es ja doch ja, eher so ein bisschen eine heile Welt, ist vielleicht auch übertrieben. Aber das hier ist das Gegenteil von heile Welt, würde ich sagen. Und diese Stimmung wird auch sprachlich extrem gut eingefangen. Dafür möchte ich euch ein zugeben etwas längeres Zitat vorlesen. Aber ich finde, das baut so eine schöne Stimmung auf. Oder schön, also eine ja irgendwie intensive, passende Stimmung. Irgendwo auf freiem Feld oder im Wald standen weitere Monumente in Form einer Sowjetfahne oder abstrakter Zacken. Sie riefen den Arbeitern und Bauern zu: Slava Truda, es lebe die Arbeit. Oder Wald ist Leben. Oder sie erinnerten an den Sieg im letzten Krieg. Lauter riesen Ausrufezeichen. Wenn das Land etwas im Überfluss hatte, waren es Monumente. Die Erinnerung wog noch Tonnen. Oft waren diese viel zu gewaltigen, viel zu klobigen, viel zu gezackten Propagandawerke das einzige weit und breit, was gepflegt wurde. So überanstrengend stand die Erinnerung in diesem staubflachen, immer wieder in leeren und fernen, sich verlierenden Land, so überschwer, dass man fürchten musste, sie werde einfach in seinem weichen, sumpfigen Boden versinken. So heillos, hilflos, dass ich plötzlich etwas wie Mitleid mit dem Kommunismus empfand. Er nahm menschliche Züge an. Alt war er. Er konnte nicht mehr. Ich ging durch sein gefallenes Reich, durch die Hallen wehte der Wind, Unkraut wuchs in seinen Sälen, ich traf ihn in seinem letzten Stadium an und betrachtete ihn mit der etwas angeekelten Neugier, mit der man einen alten Wüstling und Familientyrannen ungeniert anschaut, jetzt, wo er nur noch die Ruine seiner lebenslangen Raserei ist. Eine Empörung gegen Gott und die Welt, wie sie war, wie sie ist, wie sie sein wird. Es gab ein paar wenige, sehr wenige Stellen, wo das mal für mich sprachlich nicht funktioniert hat, wo ich das Gefühl hatte, er will hier unbedingt eine ganz besondere Formulierung reinbringen, die aber irgendwie gar nicht so viel Sinn ergibt, aber das ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ich habe mir wirklich sehr, sehr viel angestrichen und ich lese ja letztes Jahr doch so einiges, ich sag mal, aus dem Outdoor-Reise-Naturbereich und das hier ist sprachlich da wirklich das Schönste seit Langem. Und da vielleicht nochmal ein letztes Zitat, da geht es vorher eigentlich so ein bisschen um den Kahlschlag-Stil in den Orten, aber eben auch so ein bisschen in den Gesichtern und Gesten der Menschen. Und er drückt es dann folgendermaßen aus. Es ist das Gesicht einer Zeit zwischen einem radikalen Danach und einem irrlichternden Vor was denn eigentlich? Und das finde ich so, das finde ich eine ganz, ganz tolle Beobachtung, die, ja, die ist zwar nicht irgendwie präzise, sondern irgendwie so ein bisschen metaphorisch, aber ich finde, man kriegt da ein total gutes Gefühl, wie es ihm geht, was ihm da so begegnet quasi auf dieser Reise, wie die Leute auf ihn eben wirken. Was absolut keine Kritik jetzt ist, aber worauf ihr euch einfach noch so ein bisschen einstellen müsst, dieses Buch hat halt eigentlich keinen Spannungsbogen. Ne? Das braucht es meiner Meinung nach auch nicht. Ne? Er lernt natürlich irgendwie so ein bisschen was trotzdem durch die Reise, wie einfach eine lange Reise immer prägend ist, aber er ist ja auch keine 20 mehr, ich glaube, er war in die 50, als er die Reise unternommen hat. Das heißt, er gewinnt dort jetzt irgendwie keine lebensverändernde Erkenntnis. Und ich fand das eigentlich total angenehm beim Lesen, weil nicht unbedingt sein Selbstfindungsprozess irgendwie im Zentrum steht, sondern eben wirklich eher das Land und die Geschichte. Ja, er erwähnt natürlich schon irgendwie mal so ein bisschen seine Empfindungen beim Reisen, also vor allem, sag ich mal, wenn es regnet oder er Hunger hat oder er keine Unterkunft findet oder irgendwie wirklich was Interessantes sieht oder beobachtet. Aber sehr, sehr, sehr oft kommen eben auch die anderen Leute zur Sprache oder er erzählt uns eben irgendetwas über die Geschichte des Ortes. Wie vorhin schon gesagt, das Ganze ist ja 2001 geschrieben. Es wurde 2003 veröffentlicht und das erwähne ich jetzt am Ende nochmal gesondert, weil ich euch die Info mitgeben möchte, dass hier einmal das nicht angebrachte alte Wort für die indigene Bevölkerung Amerikas vorkommt. Genauso das Z-Wort für Roma. Also ich nehme an, es sind Roma. Er sagt es ja nicht, er benutzt das Z-Wort. Und einmal, das ist aber durchaus das Zitat eines unliebsamen Mannes,
wird eines der beiden N-Wörter verwendet. Jetzt war ich selber vor 20 Jahren halt erst 10 Jahre alt, das heißt, ich weiß nicht, wie die gesellschaftliche Diskussion damals war, wie breit man das irgendwie schon aufgearbeitet hatte und wie bekannt war, dass das eben diskriminierende Fremdbezeichnungen sind, wenn er sie halt so verwendet. Ich selbst musste da definitiv in den letzten Jahren noch extrem viel dazu lernen. Also gerade das I und das Z-Wort, die waren wirklich in meiner Kindheit und auch in meiner Jugend noch komplett normal. Also diese Diskussion, die kam einfach gar nicht bis zu mir. Wie gesagt, er war ja jetzt schon ein bisschen älter als ich. Es ist mir halt beim Lesen heutzutage definitiv aufgefallen. Jetzt bin ich aber auch bei keinem der drei Dinge Betroffene und erwähne es insofern, damit ihr das für euch einschätzen könnt, ob euch das extrem rausholen würde aus der Lektüre. Ich muss sagen, mir hat es wirklich insgesamt sehr, sehr, sehr gut gefallen. Es hat mich vor allem sprachlich und eben gerade so in dieser melancholischen Stimmung total gut mitgenommen. Also ich glaube, das hat jetzt wirklich auch so ein bisschen die Latte für Reiseerzählungen gehoben. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt dann nochmal so eine Larifari, ich laufe jetzt hier mal so ein bisschen durch die Welt Erzählung dann nochmal so wertschätzen könnte, jetzt wo ich weiß, wie gut andere Leute das, also ja, eben meine ich, das formulieren und wiedergeben und eben dann auch wirklich das Land irgendwie so ein bisschen stärker ins Zentrum stellen. Also ja, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung und ich danke der Büchergilde nochmal für diese sehr, sehr schöne Ausgabe. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob man an diese Ausgaben rankommt, wenn man eben kein Büchergilde-Mitglied ist. Es gibt ja manchmal auch so Partnerbuchhandlungen der Büchergilde. Bin mir nicht ganz sicher, ob ihr es da kaufen könnt. Wenn nicht, gibt es, also ich verlinke euch alles unten. Es gab zumindest auch mal, ich sag mal, eine normale Rowohlt-Ausgabe, aber ich mag die Aufmachung hier mit dem Postkartenformat schon sehr. Genau, und das war alles, was ich euch zu diesem Buch sagen kann. Lasst mir gerne eure Meinung, eure Kommentare da. Habe ich euch vielleicht ein bisschen Lust auf das Buch gemacht oder hattet ihr es schon durch Sarah auf eure Wunschliste gepackt eventuell? Bei mir werdet ihr es auf jeden Fall nochmal dann irgendwann im Jahresfavoriten-Video sehen. Und das war's für heute. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.